So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 4. Und wir haben uns letztes Mal auf den Weg gemacht zu dem Kloster. Namaste. Ja, auch. Das ist wahrscheinlich irgendeine Begrüßung. Haben uns auf den Weg gemacht, weil uns der Bali hingeschickt hat, weil der sehr wütend war. Weil wir die Aufgabe von Amita angenommen haben. Wer das nicht gesehen hat, wie gesagt, oh ja, Sprengfallen alles. Können das nächste Mal die letzte Folge schauen. Naja, jetzt sind wir aber in diesem Kloster. Ach, hier sollen wir gar nicht rein. Okay, wir gucken uns das hier trotzdem an. Da bin ich gerade zum falschen Eingang rein. Okay, hier ist nichts. So eine Buddha-Statue oder irgend so eine Betende. Wer weiß. Wir sind ja hier im Himalaya, also Buddhismus dürfte hier. Und der sieht irgendwie nach einem Mönch aus. Ich weiß nicht wie, aber ja. AJ, du Oder bist soweit. Hinduismus, je nachdem. Wie man das hier sieht. Ich weiß es nicht ganz genau, was für eine Religion hier Ich hab's ihm gesagt und dachte, er ist. regt sich tierisch auf, aber nee, er hat geholfen. Oh, hier ist Jeder noch eine tut, was Pflanze. er kann. Er mag nur keinen Idioten. Aber wenn man ihn erstmal besser kennt, Ah, da ist wieder so ein Affe wie am sehe ich das Anfang. jetzt auch. Nächstes Mal passe ich besser auf. Und hier sind überall Sachen. Okay, da vorne ist noch. Ich glaube nicht, dass hatte ich mir das gekauft. Oh ja. Sehr gut, jetzt haben wir auch noch Rüstung. Und komm, wir nehmen nicht die Treppe, wir sind cool. Wir nehmen den Kletterhaken. Es kommt zwar ungefähr aufs Gleiche raus, aber egal. Wir sind ganz stylisch den Berg hochgekommen. Und ich hatte gedacht, das wäre ein Kloster ohne Waffen, aber irgendwie sind hier Waffenpacks ohne Ende. Die beten irgendwas an, okay. Naja, ab ins Kloster, jetzt sind wir aber wirklich da. Hier, da hinten liegt was. Ich hab's genau gesehen. An den ehrenwerten Lama Joygal. Oder wie auch immer man spricht. Von Lama Samadhi, also wahrscheinlich irgendwie so die geistlichen Führer haben sich irgendwie. Der Ah. Sohn des großen Mohan. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Ja. Banashur, Gott der Götter, er schuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Was Wir schwingt da danken gerade um den uns Göttern, rum? dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Alles klar, also wahrscheinlich sollten wir die Animation von hier aus sehen. Wir sollen hier einen Opferkorb nehmen. Alles klar. Vollende die Chal-Yama-Pilgerreise. Ich soll jetzt. Okay, dann müssen wir jetzt also eine Pilgerreise machen. Halt, ne, ach, ich muss es wahrscheinlich hier drin machen. Oder wo muss ich da lang? Ach, hier hinten rum wahrscheinlich. Mal sehen, ob ich Eine hier. Kerze erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft Ah, erwächst, tun wir eine seine Kerze Grenzen anstecken. zu überschreiten. Und wir bekommen etwas Karma, das ist doch mal hier. Super. Hey AJ, wie läuft's? Das Leben Gut. ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Und wir Duftes. tun. Der Weihrauch symbolisiert unsere Stärke. Eine Duftkerze anzünden. AJ, Namaste. Ja, Namaste. Ich glaube, das heißt was Ähnliches wie Guten Tag oder Hallo oder irgend sowas. So, hier oben ist nichts mehr. Hier ist noch so ein Altar. Also der Tempel ist schon richtig cool gemacht. Auch das Detail, wo drauf die geachtet haben und so weiter. Segnen uns mit Hier eine. Weisheit und wir sammeln sie in den Gebetsmühlen, um uns von den schlechten Gedanken zu säubern. Hallo? Drehe die Mythen ein Jetzt, Leben von hier von aus. Emotionen. Leben, doch eines, das von Emotionen kontrolliert wird, wird davon Okay. verdorben. Füge zu Mahnmühlen. Und hier vorne ist noch was. Aber jetzt wollte ich erst schauen, was in dem Seitenraum hinten ist. Opfergaben, so wie es aussieht. Okay. Naja. Hey, lass mich. Dann schnell zu der. Oder was heißt schnell? Wir haben ja eigentlich Zeit. Ach, wir können hier drin nicht hüpfen. Wir können auch hier drin nicht rennen. Das ist ein Tempel. Da dürfen wir das sowas nicht. Und jetzt hier schön über alles drüber zu dem Feuer und wir interagieren. Oh. Und unser Karma ist wieder
gut. AJ, die Daten, die du beschafft hast, diese Karte, sie zeigt das Kloster. Die Armee wird jeden Augenblick deine Position angreifen. Bleib drin. Die Armee wird gleich angreifen. Okay, jetzt dürfen wir jetzt erstmal das Kloster hier beschützen, oder wie? Ich glaub's nicht. Dann ducken wir uns jetzt mal hier. Wenn die... Sollen sie nur kommen? Ach, oh hier. Oh, um zu C4 zu wechseln. Ja, hab ich doch, oder? Dann links. Ich kann nicht... Ach, mit... So, mit 0. Schnell, ja, ich bin unterwegs. Das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Mine legen. Okay, gut, dann tun wir jetzt mal hier eine hin. Und hier eine hin. Und noch hier eine und schnell hier noch eine hin, los. Okay, gut. Jetzt kommen hier die ersten Minen. Oder ich glaube, wir nehmen mal das dicke MG in die Hand. Ah, der brennt schon, die brennen auch. Sehr gut. Sie zerstören die Ikonen. Oh mein Gott. Sie greifen die heiligen Statuen an. Niemals. Nicht mit mir. Nachladen schnell. Solange wir noch Zeit haben, sollten wir das tun. Okay, und vielleicht noch mal kurz eine Mine hier hinlegen, falls hier noch mal jemand herkommt. Oh, die sind da oben. Ja, ich bin unterwegs. Eine Granate, nimm das. Ja, ich bin dabei. Okay, der ist weg. So, wo greifen sie an? Da vorne. In 65 Sekunden. Oh, jetzt ist hier unser Wingsuit. Und Fallschirm ziehen. Oh, das ist ja mal geil, dass wir... So, und jetzt wieder das MG in die Hand und... Schnell umlegen. Wir müssen hier rein. Ha. Gerade so. Okay, und jetzt wieder da vorne eine. Alles klar. Da ist das MG doch mal gar nicht so schlecht. Jetzt rennt nur einer da hoch. Ich habe ihn genau gesehen. Ha. Ah, so ist dieser da oben jetzt auch. Ja genau, das war der, den ich da laufen sehen habe. Da sollten wir uns lieber beeilen. Und wir nehmen direkt mal die Sniper in die Hand am besten. Tschu! Ha, kehre zurück zu... Okay, jetzt dürfen wir wieder nach drinnen, alles klar. Gerettet. Du bist deines Vaters Sohn, AJ. Danke, AJ. Danke. Ja. Ein kultureller Austausch. Danke, dass du die Außenposten erobert hast. Ja. Ich weiß, ich bin cool. Karma. Beende Karma-Ereignisse oder drehe Mani-Mühlen, um Karma zu erhalten. Erhöhe dein Karma-Level, um Schützenhilfe. Upgrades zu erhalten. Erreiche höhere Karma-Level, um an Handelsposten Preisnachlässe zu erhalten. Ah, okay, das heißt, sie zahlen einfach weniger. Das Kloster ist gesichert. Vielleicht erkennt Sabal nun die Bedeutung guter Aufklärung. Hättest du nicht diese Karte besorgt, hätten wir nie rechtzeitig eingreifen können. Gute Arbeit, AJ. Okay. So, wo sollen wir jetzt hin? Ist da vorne noch irgendwas da? Schauen einfach mal auf der Karte, wo wir jetzt hin wollen. Wo unser nächster
Punkt liegt, wir könnten jetzt natürlich mal hier so eine Mission von dem machen. Vielleicht sollten wir machen mal hier einfach mal Schnellreise hin. Und schauen mal, vielleicht kriegen wir auch die nächste Kampagnenmission schon direkt. Aber das glaube ich nicht. Wir könnten aber direkt hier mal... Oh, neue Waffe freigeschaltet. Ein M700. Neue Sniper, Pistole. Ja, da sind aber ein paar dazu gekommen. Schauen wir die doch erstmal durch. Hier könnten wir auch auffüllen, ja. Okay, was haben wir denn hier? Körperpanzerung, die ist in Ordnung. So, wir haben diese Pistole freigeschalten, die hier unten. Und bei den Waffen, hier hinten, diese Sniper. Kann man auf die einen Schalldämpfer drauf machen? Ja, sieht so aus. Aber ich behalte erstmal die, und die haben wir auch schon. Die könnten wir, auf die kann man keine Aufsätze drauf machen, okay. Was haben wir hier? Ein RPG, aber den brauchen wir auch nicht. Naja, dann tun wir erstmal Munition nach. Ach, haben wir schon nachgefüllt, gut. Dann nach draußen, da ist schon wieder Gefecht, ich glaub's nicht. Naja. So, wo sollen wir jetzt hin? Ich hatte doch eben noch ein L auf der Karte. Übernimm die Mission für Longinus. Okay, das wollen wir aber nicht. Wir machen die Herc-Mission. Bei dem Helikopter da oben. Ich glaube, wenn wir die gemacht haben, kriegen wir auch im Koop ihn als Charakter freigeschaltet. Aber das werden wir sehen. Und da kommt er auch schon. Haben wir es verpasst? Alter, nein! Haben wir etwa die Echsen verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich habe von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der Goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der Goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der Goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den Goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldenen Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und alles ich klar. Die neuen und besseren Ted Bros, aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann! Ein goldener Pfad, Homie! Alles klar. Alles klar. Oh, der hat sogar das gleiche gesagt wie ich gerade. Das wäre mal super. Koop-Modus spielen. V, um das Schützenhilfe ja, zu öffnen. Wähle Freunde ein nach... Ach so, ja, genau. Erklären Sie nochmal, wie der Koop funktioniert. Schützenhilfe-Marken. Du erhältst Schützenhilfe von Rebellen des Goldenen Pfades, die für dich kämpfen. Du benötigst Marken, um sie zu rufen. Du erhältst Marken, indem du Karma-Ereignis abschließt, Masken findest und zerstörst oder sie an den Handelsposten erwirbst. Okay. Um Marken einzusetzen, drücke V und wähle Schützenhilfe rufen. Mit V gibst du deinen Rebellen den Befehl zum Warten oder Folgen. Weitere Teils findest du im Taktikmenü. Okay. Ja, jetzt schauen wir noch, was wir noch für eine Mission haben. Ich glaube, wir müssen doch nochmal nachher hinten und wir können hier nirgendwo eine Schnellreise, doch, wir können hier eine Schnellreise hinmachen. Dann machen wir das nochmal. Schnellreise nach hinten. Und dann sehen wir, was wir hier tun können. Du kommst nicht zurück. Ist der da gerade von dem Geiselrettung? Eine Fischfarm wird angegriffen. Die Royal Army. Wir könnten, ja, kommen. Ja, die können wir vielleicht das nächste Mal machen. Ich tue, unsere Munition dürfte, glaube ich, voll sein. Das habe ich eben schon. Ja. Ist voll. Gut.
Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir die Geiselrettung hier machen und dann die Mission von diesem, wie hieß er? Longinus. Komischer Name. Werden wir die Mission von ihm auch noch machen. Ich hoffe, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir eine oder neue Runde Far Cry spielen, schaut doch auch mal im Koop-Modus vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.